Thomas Heilmann macht aus dem Kampf gegen den Klimawandel auch ein Wirtschaftswunder. Ja, Thomas, jetzt stehen wir hier vor deinem Wahlplakat. Ja, Heinrich, vielen Dank, dass du hier bist. Heinrich Strössenreuther, in Berlin bekannt als Initiator des Volksbegehrens Fahrrad und natürlich seit über 30 Jahren ein sehr bekannter Umweltaktivist. Und wir haben ja ein wunderschönes Plakat hinter uns. Das ist ein Satz, zu dem ich stehe, denn Thomas Heilmann und mich verbinden jetzt 2-3 Monate eine enge Zusammenarbeit rund um die Frage, wie wir die CDU und die CSU beim Thema Klima einen ganzen Schritt voranbekommen. Die Frage, wie schaffen wir nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt, was wir ja schwarze Null nennen, sondern wie schaffen wir es auch, ein klimafreies Industrieland zu werden? Wenn wir das nicht ohne Wohlstandsverluste hinbekommen, dann wird das kein Land der Welt nachmachen. Wenn die sagen, ihr reichen Deutschen, ihr verzichtet auf so und so viel Prozent Wohlstand, das könnt ihr ja gerne machen, aber wir als Indien, wir als China machen das nicht. Das heißt, wir werden das Rollenmodell werden müssen, dass man dabei auch Geld verdienen kann und klimaneutral werden kann, und das geht. Und das ist die gute Nachricht. Schafft Deutschland das nicht, war es das auch mit dem 1,5-Grad-Ziel. Also unser Job ist tatsächlich, die Wirtschaft dabei mitzunehmen, der Wirtschaft die Möglichkeit zu geben, den Energiemarkt zu entfesseln, dass das, was sie jetzt schon haben, deutlich billigen Solarstrom, deutlich billigen Windstrom, dass das unseren Bürgern, unseren Haushalten, unseren Unternehmen zugutekommt. Das ist die Kernaussage, deshalb hier gerne mit meinem Namen. Wo ist er denn? Da. Genau, da. Ich in meinem Namen auf diesem Plakat stehen.